Neukirch liegt in einer weitläufigen, hügeligen Kulturlandschaft nördlich des Flusses Argen. Kleine Seen, Weiher, Wald- und Wiesenflächen, die harmonische Architektur und Siedlungsform der Gemeinde prägen die sympathischen Konturen von Neukirch. Seit über 20 Jahren bin ich hier in dieser schönen Vorarlgau-Gemeinde Bürgermeister in Neukirch im Bodenseekreis. Wir haben in der Vergangenheit mit dem Gemeinderat viele erfolgreiche Projekte auf den Weg gebracht. Natürlich werden wir im Interesse unserer Bürgerinnen und Bürger für Neukirch auch heute schon neue Ideen und Planungen zur Zukunftssicherung unserer liebenswerten und schönen Gemeinde vorbereiten. Etwa ein Fünftel der Einwohner und Einwohnerinnen Neukirchs leben von der Landwirtschaft. Der Hopfenanbau akzentuiert das Landschaftsbild und ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Also ich bin in der dritten Generation Hopfenbauer in Elmenau, ein Teilort von Neukirch, und ich bin stolz, dass ich in Neukirch meinen Hopfen anbauen darf. Neukirch ist einfach schön. Kein Wunder, dass sich der Hobbybrauerversand Hopfen und Mehr hier im Ortskern niedergelassen hat. Wir sind hier in einer der größten Hopfenanbauregionen Deutschlands, was für den Hobbybrauerversand sehr wichtig ist, und haben die Nähe zum Bodensee. Im Gewerbegebiet Bernried wiederum zeigt Neukirch seine Vielseitigkeit. A&R Textil beliefert international seine Kunden und Kundinnen und ist doch unübersehbar verwurzelt im Vorarlgau. Wir sind in Neukirch verwurzelt und in der Welt zu Hause. In direkter Nachbarschaft hat die Schreinerei Holzart in Neukirch Bernried ihre Heimat gefunden. Ich bin hier in Neukirch angekommen, um regionale und familiäre Produkte zu bauen und zu zeigen. Für anreisende Kunden, Geschäftsleute, aber auch Touristen aller Art gibt es einmalige gastronomische Angebote, wie Nubas Café und Ideenreich im Ortsteil Oberrussenried oder mit Lust auf Besonderes die kulinarischen Köstlichkeiten im Restaurant Gasthof zum Hirsch. Bodenständige, frische Gourmetküche mit eigener Kochschule im Ortsteil Goppertsweiler. Goppertsweiler ist ein kleiner Teilort von Neukirch. Wir sind hier jetzt mitten im Ortskern. Hier im Hintergrund die Kirche St. Martin. Und das Tolle an Goppertsweiler ist einfach, dass hier sehr viel Traditionelles ist, aber auch viel Modernes. Und die Leute sind hier einfach ganz stark verwurzelt. Gemeinschaft ist wichtig und hat in Neukirch einen zentralen Platz. Kindergarten, Kirche, Rathaus, Grundschule und der gemütliche Wochenmarkt liegen nur wenige Schritte voneinander entfernt. Ein wunderbarer Ort für alle, besonders für junge Familien. Kindererziehung ist uns eine Herzenssache. Ich bin schon seit 15 Jahren in Neukirch und wir haben inzwischen 7 Kindergartengruppen. Ich bin jetzt 13 und ich war früher auch in diesem Kindergarten. Ich zeige euch mal meine Gruppe. Da oben haben wir uns immer super gerne versteckt. Und hier haben wir immer gemalt. Das war so eine richtig tolle Zeit hier. Gleich um die Ecke die Grundschule. Bei uns kennt noch jeder jeden. Wir dürfen auch Gemeinschaft noch leben. Unser Motto lautet Leben, Lernen, Lachen. Also fürs Leben lernen und das auch mit Spaß. Noch schneller zu erreichen, weil im Schulgebäude die gut sortierte Bibliothek. Also wenn ich in die Bücherei komme, dann komme ich eigentlich rein, um die Rekorde zu checken, ob irgendjemand neue Rekorde aufgestellt hat. Der familienfreundliche Charakter von Neukirch zeigt sich auch im zunehmenden Angebot von modernen, fantasievollen Ferienwohnungen. Wir haben hier 3 schöne und mit Herzblut eingerichtete Ferienwohnungen auf unserem Ferienhof. Und hier sollen sich Eltern und Kinder wohlfühlen. Während die Eltern sich entspannen, können die Kinder hier bei uns im Garten rumtollen. Im Jahr 2022 konnten wir die Angebote im Miteinanderort Neukirch, wo die Anna Kaspar vom Familientreff und die Ramona Radula von der Gemeinwesenarbeit zusammenarbeiten, weiter ausbauen. Vom qualifizierten Babytreff über das offene Familiencafé, vom Singkreis, die Techniksprechstunde,
bis zur Pflegeberatung und inzwischen auch zur Demenzgruppe ist hier alles zu finden. Es ist ein Ort der Begegnung für alle Menschen in Neukirch, vom Neugeborenen bis hin ins hohe Alter. Ein Ort des Miteinanders, mitten in Neukirch. Hier sind alle willkommen. Zu entdecken gibt es in Neukirch einiges. Zum Beispiel das Hexenhäusel des Künstlers Melchior Seetz in Hinteressach. Ein Gesamtkunstwerk als skulpturales Objekt mit fantastischem Figurenzauber. Ein nahezu magisches Gebäude, naturverbunden und wunderbar. Zu den Spezialitäten des Biohofs Schupp gehört auch die Essacher Luft aus der eigenen Brennerei für Hochprozentiges. Die Visionen von Künstler Melchior Seetz können hier nach alten Originalrezepten jederzeit wieder nacherlebt werden. Neukirch, das sind immer wieder die wechselnden Landschaftspanoramen, zum Beispiel an der Argen. Dort können Gäste auch schon mal auf die Gemeindeverwaltung als Location Scout treffen. Ich bin die Sekretärin vom Bürgermeister, bin für viele verschiedene Aufgaben zuständig, wie zum Beispiel die Organisation des Ferienprogrammes mit vielen Vereinen und unserer schönen Gemeinde. Neukirch hat viel Natur zu bieten, auch wenn das Wetter mal nicht sonnig mitspielt. Sind wir im Ortsteil Wilpolzweiler bei unserem schönen Kreuzweiher, wie man sieht, Natur pur mit unseren Schwänen und dem wunderschönen Panorama im Hintergrund. Selbst bei Regen ist es ein Traum. Es ist für mich Heimat, da bin ich gern daheim. Neukirch ist einfach eine liebenswerte Gemeinde. Ich sage zusammenfassend einfach, Neukirch ist der schönste Ort hier im Ländle, wo es sich einfach lohnt zu leben. Zu einem guten Leben auf dem Land gehören natürlich auch die vielen Vereine, die Feuerwehr, der Friseur, die Ärzte. Wir sind gerne hier in Neukirch. Ich bin der Kommandant von der Feuerwehr hier. Wir haben über 70 aktive Feuerwehrleute, 14 Jugendfeuerwehrler und über 30 Alterskameraden. Wir sind mit 4 Fahrzeugen für unsere kleine Gemeinde hier sehr gut aufgestellt. Das Gute an Neukirch ist, dass ich hier meine Zahnarztpraxis 1996 eröffnet habe und eigentlich sehr gut klarkomme mit der gesamten Bevölkerung hier. Und das spiegelt sich auch so ein bisschen wider mit dem, was ich als Kind erlebt habe, weil ich auch in der ländlichen Gegend, sprich auf dem Bauernhof, groß geworden bin. Wir leben schon generationenweise hier und können es uns nicht vorstellen, woanders zu wohnen und zum Leben. Es ist einfach ein toller Ort. Wir sind ein kleiner, feiner Baumarkt mitten im Herzen von Neukirch. Neukirch hat Zukunft. Und wir haben die nötigen Räumlichkeiten wie unsere wunderschöne Mehrzweckhalle. Neukirch ist Tradition, bodenständige Orientierung, Kirche und intakte Natur. Neukirch hat Geschichte und Geschichten. Und die Gemeinde hat sich als Investor für die Nahkaufansiedlung stark gemacht. Ein Zeichen für Modernität, optimale Nahversorgung und Einkaufsfreude in einer weltoffenen Gemeinde. Der Neukircher Wochenmarkt ist ein wichtiger Bestandteil für unseren Ort. Hier kann man regional einkaufen, hier trifft man sich und es gehört einfach zum Freitag dazu. Und jetzt auch hier auf unserem neu gestalteten Dorfplatz ist es also absolut gelungen und ein schönes Miteinander. Neukirch. Ein Ort zum Wohlfühlen, zu jeder Jahreszeit.